Wenn wir uns fragen, was das Leben ausmacht, sollten wir uns fragen, was macht mich aus? Sich selbst kennenlernen ist ein wichtiger Schritt, um andere kennenlernen zu können. Ja, mein Name ist Chris Fahr und ich arbeite als Familientherapeut. Hier kommen die Menschen freiwillig her. Sie wollen ihre Probleme besprechen. Sie wollen ein glückliches Leben führen. Ja? Ihnen soll es besser gehen. Ja? Und ja, dazu gehört viel Mut, hierher zu kommen, für viele. Aber es ist eine neue Chance, sich besser kennenzulernen. Sein Leben lang sind Chris Menschen wichtig. Vom Krankenpfleger und Erzieher zum Sozialpädagogen im Jugendgefängnis und der ambulanten Familienhilfe bis in die eigene Praxis. Anderen zuhören und gemeinsam deren Probleme lösen, das hat er sich zur Aufgabe gemacht. Meine Form der Therapie ist die erlebnisorientierte Familientherapie. Das heißt, es geht nicht darum, eine Lösung zu finden für Probleme. Ich weiß, die Menschen kommen meistens mit dem Wunsch und mit großen Problemen und dem Wunsch, dieses Problem lösen zu können. Aber es geht halt darum, dass die Menschen sich besser kennenlernen, vor allem in der Paarberatung. Der Arbeitsalltag, der gliedert sich so in zwei verschiedenen Bereichen. Einmal die Familientherapie, das heißt Paarberatung, Einzelberatung oder halt Familienberatung. Und der andere Part sind halt Supervision. Das sind ja, Teamberatungen, ja, um eine neue Kommunikation im Team zu bekommen. Also ich finde es jedes Mal wieder erstaunlich, was so bei den einzelnen Supervisionen rauskommt, was man auch über seine Kollegen lernt, was man so vielleicht sonst, wo sonst nicht die Zeit dafür ist. Die Motivation, das Team wieder ein bisschen mehr zusammenzuführen, die ist auf jeden Fall irgendwie gewachsen. Gemeinsam ein Team sein. Das ist auch der Wunsch vieler Familien und Paare. Sarah und ihr Mann sind regelmäßig bei Chris, um genau das wieder zu sein. Ein Team. Ich wollte eigentlich auch gar nicht herkommen und reden, weil ich einfach wirklich überhaupt nicht los. Ich hatte keine Lust. Ich wollte nicht. Ich wollte das einfach alles nicht. Und aber warum warst du da? Ja, weil ich es irgendwie doch wollte. Aber was denkst du, was ist es? Eine Ego? Die Angst, Stolz? Vor daran zu gehen. Die Angst. Ja. Aber wovor? Vor seinen eigenen Gefühlen. Was es mit einem macht. Oder was es mit mir dann macht. Und gerade die negativen Gefühle sind ja jetzt nicht die einfachsten. Nee, aber sie sind da. Mhm. Und das ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Genau. Beziehungsweise, wie gehst du mit diesen Gefühlen um? Und da war ja in der Vergangenheit, oder jetzt, wo die Situation war, hast du ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, damit umzugehen. So, wie erlebst du es heute? Sich gegenseitig Raum geben, sich und den anderen akzeptieren. Das haben die beiden bei Chris gelernt. Wünsche äußern und Grenzen ziehen. Das ist eine Formel, um glücklich zu sein. Ich finde, der Schlüssel zur Kommunikation ist der Schlüssel zum Glück. Wenn ich es schaffe, Wünsche zu äußern, dann weiß mein Partner oder mein Kind ganz genau, was ich will. Ja? Wenn ich das aber nicht kann und Erwartungen habe, kann ich nur enttäuscht werden. Die zweite Sache davon ist halt Aua sagen. Ganz klar zu benennen, hier ist meine Grenze. Und viele kennen ihre Grenzen nicht mehr. Ja? Oder haben es nie gelernt, ihre eigene Grenze zu spüren. Das eigene Selbst besser kennenlernen. Dabei möchte Chris Fahr seinen Klienten helfen. Für ihn ein stetiges Geben und Nehmen. Was sie mir geben, ihr Vertrauen. Und für mich ist es ein Privileg, diese Menschen in ihren Krisen begleiten zu dürfen. Ich habe vor jedem Paar, vor jedem Mensch, der zu mir kommt, großen Respekt, ja, zu einer externen Person zu kommen und sich helfen zu lassen. Ja. Und dieses Vertrauen zu spüren und zu genießen, ja, das ist wunderbar. Chris Fahr hat sein eigenes Ich verwirklichen können, seinen Sinn des Lebens gefunden. Menschen auf der Suche nach ihrem Sinn und damit auch nach ihrem Selbst zu unterstützen.